herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Korrekt oder weg das Quiz mit Tisch. Heute mit Klartext-Ikone, Schleckermäulchen und Manager-Legende, Rainer Kallmund. Und Wildcarder Martin. Auch wieder mit dabei, Dennis. Dafür gibt es auch einen Applaus. Und ich bin heute wieder mit dabei. Ich habe, glaube ich, schon 100 Folgen nicht mehr gewonnen. Aber heute habe ich mir wirklich als Ziel gesetzt, mindestens ins Finale zu kommen. Okay. Und dann im Finale zu patzen. Das ist so mein Ziel heute. Haben wir einen richtigen Gast heute. Du warst lang bei Leverkusen, Kalli. Und was sagst du, wann wird Leverkusen wieder Meister? Manjanen? Ich bin froh, dass sie jetzt mal gegen Bayern München gewonnen haben. Auch. Ich bin international natürlich auch immer für die deutschen Mannschaften, also auch für Bayern München. Aber diese Niederlage von den Bayern ist jetzt nicht nur schön für Bayer Leverkusen, sondern für die ganze Bundesliga, weil wir endlich mal wieder Spannung mit Borussia Dortmund haben, muss man so sehen. Ja. Spannung gibt es auch an diesem Tisch, deswegen würde ich sagen, los geht's. Welche Tiere stopfen sich die Backen voll mit Essen? Hamster. Schöne Drecksack, jetzt pass auf jetzt. In welcher Sportart gewann Ivan Lendl insgesamt 8 Grand-Slam-Titel? Ich glaube, der hat Tennis gespielt. Ja! Wenn man etwas völlig absurd oder für äußerst unwahrscheinlich hält, welchen Haushaltsgegenstand frisst man laut Redensart dann? Besen. Wie heißt der Stoff aus synthetischem Kautschuk, aus dem Taucheranzüge gemacht werden? Neopren. Boah. Mit welcher bekannten Schauspielerin war Brad Pitt verheiratet, nachdem er sie bei den Dreharbeiten zum Actionfilm Mr. und Mrs. Smith kennengelernt hat? Angelina Jolie. So. Wie heißt die Frau von David Beckham mit Vornamen? Von Davis, ich kenne sie ja. Victoria Beckham. Ja, da muss jeder Idiot wissen, hat er schon 100 Mal gesagt. Aber ich wollte mal den. Ja, ich wollte es mal testen, Kalli, genau. Du darfst austrinken. Ja, das mache ich natürlich für die Fußballlegende. Schmeckt dir nicht, Kalli? Was ist das denn? Ich mach's jetzt für dich. Lecker, eklig, feuchter. Wurde dir denn gesagt, dass es eklig sein soll? Ja, oder? Das wusstest du. Trink weg, doch. Ja, Dennis, Anweisungen ausführen. So, ja genau. Kalli, ich habe einen Anschlag auf dich vor. Und zwar bin ich schon seit Jahrzehnten Oliver Kahn-Fan. Wie ist Oliver Kahn so privat? Erzähl mal ganz kurz. Wie war die Frage? Man kennt ja den Olli, wenn er einen Pfosten beißt, wenn er die Spiele in den Hals beißt. Oder mit den Spagatschritten haarscharf am Kopf vorbeispringt. Oliver Kahn ist sicherlich ein Beißer, ein Kämpfer, ein Fighter. Überragender Torwart der Welt mit gewesen. Jo. Aber konnte auch schlecht verlieren. Da wurde er eklig, da wurde er fies. Ich? Ansonsten. Sehr, sehr intelligent. Ja, der hat studiert, der spricht Fremdsprachen. Das ist doch interessant. Mann, Martin, du bist unser Wildcarder. Dafür gibt es erstmal Applaus. 33 Jahre jung, du bist Fachkraft für Lagerlogistik. Und da frage ich mich, was macht man da den ganzen Tag? Ja, man transportiert Dinge durch die Gegend, schaut, dass die auf die geregelten Bahnen laufen und dass sie irgendwann mit dem Kunden kommen. Das ist doch interessant. Hailey Bieber ist die Frau von welchem kanadischen Superstar? Justin Bieber. Barbara und Lilly Becker sind Ex-Frauen von welchem bekannten ehemaligen Tennisspieler? Boris Becker. Der hätte ich auch gut gewusst. Was heißt Strand auf Spanisch? Playa. Hey, krass. Wie heißt der aus Dorsten stammende Fernsehkoch, dessen Nachname fast wie eine getrocknete Traube klingt? Rosin Frank. Jo. Was für ein Tier ist die Zeichentrickfigur Peppa Wutz? Ein Schwein. Welches kleine rote Insekt mit schwarzen Punkten ist ein Symbol für Glück? Maikäfer? Oder soll Kalli übernehmen für dich? So, genau. Nein. Ich trinke den nächsten Mal. So, Kati, aus dir rein. Oh, gar nicht mal so gut, ne? Oh. Ja. Was machst du in deiner Freizeit, wenn du mal keine Lager richtig verräumst, damit die Kunden ihre Geschichten bekommen? Was machst du da? Dann spiele ich und schaue sehr gerne Fußball. Erstmal jetzt natürlich einen Verein. Was ist dein Verein? Rot-Weiß Erfurt. Yeah!
Kalli, kannst du damit leben? Rot-Weiß Erfurt, gut oder schlecht? Ja, wir haben einen guten Spieler da geholt, Clemens Fritz. Kommt aus Erfurt, hat also in Leverkusen, bei uns ist der groß geworden, also als Profi. Wir sind also abgegriffen. Ja. Wir haben geklaut, würde man sagen. Aha. Welcher US-Sänger hatte Welthits wie Say You, Say Me und All Night Long? Lionel Richie. Ah, Was wird in feineren Restaurants oftmals als appetitanregende Köstlichkeit vor der eigentlichen Vorspeise gereicht und ist der französische Begriff für Gaumenfreude? Appetizer. Falsch. Ach so, ich... Amuse-Gueule. Kalli, da hätte ich aber von dir jetzt erwartet, dass du das weißt. Du bist ja schon jahrelang im Fernsehtest. Ich hätte nicht gewusst, Junge. Also, ich hatte gesagt, man sagt normal bei uns Appetizer und du schiebst mir das Ding direkt rüber. Du Drecksack, ich hab dich im Auge. Weißt du was, ich nipp nochmal an. Nein! Und jetzt machst du den nächsten. Und so Strafe sollst du nicht. Aber Kalli, du bist ja in der Jury, Grill in Hensler zum Beispiel, und musst da probieren und über Geschmäcker urteilen. Bist du ein Kümmel-Fan oder irgendwie gibt es ein Gewürz, was du nicht magst, wo du direkt brechen musst? Ich hasse Kümmel und Fenchel. Sowas? Hast du sowas? Nee, also ich komme eigentlich mit Anzeige. Ich habe zwar, ich esse mal gern Knoblauch oder sowas, viele, gerne nicht essen, also gerne nicht essen, liebe ich zum Beispiel. Also meine Mutter ist auch in Thüringen geboren, in der Nähe von Erfurt. Und dann war bei uns immer Kartoffelklöße, richtige Kartoffel mit Rotkohlsoße, Rollbraten, Roulade. Ne? Interessant. Vervollständige die Lyrics von Werner Böhms Partyhit Polonaise Blankenese. Wir ziehen los mit ganz großen Schritten und Erwin fasst der Heidi von hinten an die Schultern. Welcher Begriff ist von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des Jahres 2022 gekürt worden? Zeitenwende oder Angriffskrieg? Angriffskrieg. Zeitenwende. 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 Aber ich wurde zu angriffsfreudig. Ja, Seitenwende geht auf Null bei mir immer. Genau, lieber Martin. Da schmeckst du dich. Ich habe natürlich auch noch ein paar Fakten zu dir, lieber Martin. Und zwar, kannst du gut Dialekte imitieren? Da will ich von dir jetzt mal was hören. Ich bin ja selbst Parodist und würde mir gerne mal was vorführen lassen. Ich bin quasi heute in der Rolle des Scouts unterwegs. Okay. Ich schließe mal die Augen. Also herzlich willkommen in der Mini-Playback-Show. Mein Name ist Marijke Amado. Oder vielleicht bin ich auch Sylvie Mais, ich weiß es nicht genau. Bisschen gewöhnungsbedürftig. Du wirst ja auch manchmal, du wurdest ja auch früher oft parodiert von Leuten. Immer noch. Ja, ich habe jetzt ganz über, ja, ich werde jetzt immer noch parodiert. Von Tommy Schmidt, kennst du Tommy Schmidt? Ja, ich kenne eine ganze Menge. Kai Havertz, also unser Nationalspieler. Grüße. Dem sein großes Hobby ist, also Parodist, Stimmenimitator. Und die liebste und die Stimme, die der am liebsten parodiert, wäre meine. Muss ich auch nicht, krass. Dehnt sich das Universum aus oder zieht es sich immer weiter zusammen? Es dehnt sich aus. Heute? Wie nennt man einen Zettel, auf dem Antworten stehen und den man unerlaubt in einer Prüfung verwendet? Unterschiedliche Spickzettel. Ja, nehmen wir doch nicht alle. Es gibt da drei, vier bestimmte Begriffe. Wie heißt der kleine, schmale Absatz, den manche Pöms haben? Keilabsatz oder Pfennigabsatz? Pfennigabsatz. Hat der 100-jährige Krieg in Wirklichkeit mehr oder weniger als 100 Jahre gedauert? Mehr. Wie heißt das Rohr, das oft an Taucherbrillen befestigt wird, durch das Taucher Luft holen können? Schnorchel. Was trägt man, wenn man im Adamskostüm unterwegs ist? Nix. Wie heißt die Sportart, in der es Begriffe wie Endzone, Interception und Fumble gibt? Minigolf. Keine Ahnung, hä? Guckst du Football, American Football? Ist das dein Sport? Gelegentlich. Hat! Hast du noch Kontakt zu Lucio? Ja. Ja? Ja. Lucio ist... Dein Glanzstück, würde ich sagen, jo, oder? Dafür gibst du aber nachträglich einen Applaus. Wie viel Leben? Zwei. Wie viel Leben? Eins. Eins. Und du? Ich habe noch drei. Weißt du, was ich glaube? Dass du das schon reingeschwingst hast. Du linke Ratte, ja klar. Ja, ja, glaubst du doch? Nicht wirklich. Ich bin Sportsmann.
In welcher europäischen Hauptstadt gibt es U-Bahn-Stationen namens Cockfoster, Bond Street und Westminster? London. Welche europäische Hauptstadt ist als die ewige Stadt bekannt? Rom. So, jetzt konnte ich die alle locker. Jetzt kommt, jetzt würde mir ein Spezialfrage. Du lachst schon, gucken. Rom, London, ganz schwierige Fragen. Jetzt kriege ich wieder so eine Scheißfrage. Nein. Ich weiß es genau. Bitte starten im Studio. Wie heißt ein bekannter deutscher Rapper? Bewährung, Haftbefehl oder Zwangsvollstrecker? Ich würde mal Haftbefehl sagen. Ja! Ich habe das hier irgendwo gehört. In welcher Fußballmannschaft spielen aktuell Henrik Mkhitaryan, Robin Gosens und Romelu Lukaku? Inter Mailand. Die sind ja ganz gut, die ihr da kriegt, so, ne? Lionel Messi trägt aufgrund seiner Körpergröße den Spitznamen La Pulga. Was bedeutet La Pulga auf Deutsch? Erbse? Der Flo, das hätte ich nicht gewusst. Martin, da bin hätte ich auf deiner Seite. Hätte man wissen können. Nee, ich hätte es gewusst. Der Spitz, der. Also ich hätte es geraten, ja, aber nicht gewusst. So, Martin, zu Gemüte führen. Genau. Ich bin raus, was soll dieser Scheiß? Aber Thüringer Farben bleiben rot-weiß. So, Martin ist draußen, wir drei sind noch drin. Wir haben noch die Chance auf die große goldene Tischplatte. Was ist die Hauptstadt von Kroatien? Zagreb oder Sarajevo? Zagreb. Das war aber ein schwieriges Ding, du. Leck mir mal, ist das Zufall oder so? Boah! Also guck mal, deine Frage und dem seine. Das kann doch nicht normal sein. Meinst du, wir wären bescheuert oder was? Ich hab damit gar nichts zu tun. Nicht mit uns. Nicht mit uns. Hey. In welchem Land fließt der Yangtze-Kiang? China. Ach, lieber Ei, ja. Gelber Fluss. Also so hört das ja noch jetzt Normales, ne? Nicht die Dinge, die ihr mit dem macht. Und du kriegst dann oh, die schwere Frage von der Hauptstadt aus Kroatien. Boah! In welchem Land befindet sich der immer noch aktive Vulkan Popocatépetl? Italien? Keine Ahnung. Mexiko. Ah! Wohl, in welches Land? Ich wollte nochmal. Mexiko war das. Das schmeckt doch gut, ne? Bist du raus? Bin ich raus? Nee, einen habe ich noch. Direkt der nächste Short, wir machen weiter. Ja, hoffentlich komme ich da raus, dass ich gegen den Drecksack nicht noch im Finale antreten muss. Doch, auf keinen Fall. Weiter. Guck, was der lacht. Siehst du? Ah, jetzt kann er das Rad schön drehen, Jonathan. Du verarschst hier alle. Nein. Jetzt kommt wieder eine Hammerfrage. Durch welchen Beruf war der studierte Ökonom Pierluigi Collina von 1977 bis 2005 vor allem bekannt? Als Schiedsrichter. Welcher deutsche Autor verfasste den Roman Das doppelte Lottchen? Strinke, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wer war das? Wer war das? Erich Kästner. Ja, der hat die meisten geschrieben, ne? Obwohl, ich würde sagen, vielleicht trinkst du ja für den Kalli. Genau, Mann. Sehr gerne. Für den Kalli. Prost. So. Kalli, für dich. So, jetzt bin ich voll gegen dich. Kalli, du bist damit ausgeschieden. Wir sind Schiedsrichter im Fall, im Zweifelsfall. Also, es hat mir Spaß gemacht, trotzdem kleinen Drecksack hier rechts nebenher. Aber Junge hier aus Erfurt, großartig hier. Ja! Ich bin für dich, mich kämpfen. Wir beiden spielen jetzt. Entweder oder. Nun. Diese Städte liegen am Rhein. Köln. Korrekt. Mainz. Nicht korrekt. Oh, jetzt geht's wieder der alte Wendy los. Ja, der Schlendrian. Ich wollte die Rubrik einfach beenden. Nee. Damit hast du nur noch zwei Leben. 2-1. Nächster Shot. Los geht's. Gelber Sack oder Restmüll? Wohin gehört dieser Müll? Plastiktüte. Ganz klar gelb. Folie. Ganz klar gelb. Knochen. Restmüll. Kunststoffbecher. Sag was! Restmüll! Sag mal! Du bist schon von rechts rein die ganze Zeit in Lava, das ist auch unfair! Gelb. Ich bin mein eigenes Spiel, du hast gar nichts finanziert von meiner rechten Seite aus! Da wundert man sich. Kalli, was sagst du? Ganz klar, Frau.
rüberschieben. Nächste Frage. Trinken, erstmal trinken, ja. Du hältst jetzt den Rand! Ich mach, du hast. Von der Seite hier! Wirklich. Geschahen diese Dinge bevor oder nachdem Angela Merkel ihren letzten Arbeitstag als Bundeskanzlerin hatte? Deutschland wird Fußballweltmeister der Männer. Davor. Die war in der Kabine. Böhmermann und Schulz starten ihren Podcast Fest und Flauschig. Sie war da schon im Amt, also davor. Das Videospiel Hogwarts Legacy erscheint. Danach. Oh, jetzt bist du dran. Ich spiele ganz klar. Donald Trump wird Präsident der USA. Sie, davor. The Shape of Water wird bei den Oscars als bester Film ausgezeichnet. Davor. Elon Musk kauft Twitter. Danach. Die ersten Corona-Fälle in Deutschland werden gemeldet. Davor. Rihanna singt die Halbzeitshow beim Super Bowl. Danach. Rapper Bushido wandert nach Dubai aus. Danach. Reddit-User aus der ganzen Welt treiben die GameStop-Aktie in die Höhe. Davor! Oliver Pocher bekommt während eines Boxevents in der Dortmunder Westfalenhalle eine heftige Schelle verpasst. Danach? Evelyn Bodecki wird Dschungelkönigin. Davor! Nina Chuba bringt den Song Wildberry Lily heraus. Davor? Da klatschen wir. Jetzt müssen wir. Finale war fair. Da klatschen wir. Ich bin wieder zurück! Ja! Der Benni hat in einem Spiel mal 33 Gegentore bekommen. Hättest du ihn damals eingekauft? Ja, ich habe mal einen angeguckt, da hat mir einer empfohlen, in Garath sollte der spielen. Wo hast du in Garath gespielt? Ich habe gegen Garath gespielt, aber das war, glaube ich, der gleiche Tag. Ja, ich sollte auf alle Fälle das Blatt nicht spielen, warum Garath? Da hast du Idiot, steckst dahinter. Was wird wahr? Ich bin da hingekommen. Beim 17. Tor bin ich nach Hause gefahren, aber manche da, welche Idiot hat mich angerufen. Was soll ich jetzt glauben? Das ist einer aus seiner Verwandtschaft. Riesenapplaus für Rainer Kallmund! Ja. Dein Podcast Echte Champions XXL mit Matze Knob geht es überall zu hören. Da freuen wir uns sehr drauf. Liebe Freunde, bewerbt euch gerne weiterhin in den Kommentaren. Wir gehen jetzt zu Endcard. Oben gibt es ein Video von Hype Culture und zwar Straßenslang, wie Rap Deutschland verändert. Und unten gibt es die letzte Folge von Korrekt oder weg das Quiz mit Tisch. Tschüss. Du Drecksack, ich hab dich im Auge, du.